Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es drei Mini-Übungen, die dich unterstützen, wenn du gerade irgendwie einen stressigen Tag hast, um einfach zwischendurch ein bisschen eine Entspannungsoase zu haben, ein bisschen zu entspannen, loszulassen. Und wie versprochen, ganz einfache. Die erste, einfach die Schultern hochziehen und fallen lassen. Das kann immer dann helfen, wenn du so das Gefühl hast, du tragst so die Last der Welt auf den Schultern. Einfach hochziehen und dann ganz bewusst fallen lassen. So hoch, wie es geht, wenn möglich, so von der Idee her bis zu den Schultern und dann einfach fallen lassen wieder in deinem Tempo. Und vielleicht hast du schon bemerkt, das ist eine Atemübung, denn ganz automatisch atmest du wahrscheinlich auch da ein. Und hier aus. Ich habe das schon sehr, sehr oft und sehr über langen Zeitraum unterrichtet, sagt das meistens gar nicht dazu, wie es zu atmen wäre, und es machen immer automatisch alle so, dass sie da durch die Nase einatmen und dann über den Mund ausatmen. Dieser Atem unterstützt dich dabei, einfach loszulassen, was gerade vielleicht zu viel ist. Und das ist eben einerseits eine Atemübung und andererseits Entspannungsübung. Auch speziell für Nacken- und Schulterpartie, weil du einfach durch dieses zuerst richtig hochziehen und dann locker lassen, die Muskeln entspannen dürfen. Aus TCM-Sicht werden hier wichtige Akupunkturpunkte noch angesprochen. Das sind die Yang-Meridiane, ganz, das ist wie bei einer Autobahn, wo alles zusammenkommt. Also da ist wirklich, da ist viel los, wenn man das aus TCM-Sicht betrachtet. Da kommen die ganzen Yang-Meridiane zusammen und wenn die gut entspannen, dann ist es aus TCM-Sicht einfach auch gut, um eben locker zu lassen, um zu entspannen. Also das wäre die erste Übung. Kannst du jederzeit ausführen, zwischendurch einfach einatmen und ausatmen. Dabei einfach gar nicht zu viel an den Atem denken, der kommt eh von alleine. Wir kommen zur zweiten Übung und die geht auch auf diesen Bereich, wenn wir schon sind, da bei den Schultern. Und kennst du vielleicht, ist ganz einfach auch wieder Schultern kreisen von vorne nach hinten. Und hier ist wieder so, dass sich eben so Stress gern in diesem Bereich festsetzt, dass man dann einfach zusammenzieht und oh je, und wenn du das schaffst, das einfach zu lösen, indem du zum Beispiel diese einfachen Entspannungsübungen ausführst, dann kann sich auch in der Psyche was lösen, also durch diesen körperlichen Zugang. Also noch von vorne nach hinten die Schultern kreisen und auch hier natürlich wieder hast du eine Lockerung von Schulter- und Nackenbereich. Die Muskeln werden sanft gelockert, die Faszienzüge und aus TCM-Sicht werden hier wieder die Meridiane frei gemacht, sodass das Qi, die Energie, frei fließen kann, die Lebensenergie, wichtige Akupunkturpunkte werden hier so durch diese Bewegung wie von innen her massiert. Und kannst natürlich in beide Richtungen ausführen, hinten nach vorne. Und eben diese Übung hilft auch wieder, wenn es gerade sehr stressig ist, dann einfach ein bisschen loszulassen, eine kleine Entspannungsoase im Alltag zu genießen. Und dann kommen wir zur dritten. Wir bleiben halt bei diesem Bereich, bei den Schultern. Und dass du vielleicht ein bisschen mehr siehst, die Übung schaut jetzt so aus, dass du diese zwei Übungen verbindest. Also wir haben jetzt einmal nach hinten die Übung ausgeführt und einmal nach vorne. Und das kannst du verbinden. Das heißt, eine Schulter geht von vorne nach hinten, die andere von hinten nach vorne, das gleichzeitig. Und das Schöne ist jetzt, dass zusätzlich zu allen Aspekten, die ich vorher schon betont habe, ja, dass da Akupunkturpunkte angesprochen werden, dass sich da Verspannungen lockern dürfen, körperliche und damit das auch eine Wirkung hat auf die Psyche, kommt jetzt noch dazu, dass du möglicherweise ein bisschen denkst, wenn du die Übung noch nicht kennst, aha, wie geht das jetzt? Okay, hoch und die eine vor, die andere nach hinten. Das heißt, die 1000 Gedanken werden durch einen ersetzt, wäre die Idee dahinter, dass du sozusagen deinen Fokus jetzt im Moment mal nur auf die Übung legst und alles andere darf mal ruhen. Das ist oft sehr erholsam, wenn dieses
Gewurbel und Wirbel und Wirbel im Kopf einfach einmal ruhig werden darf und du die Aufmerksamkeit ganz auf eine einfache Übung legst oder vielleicht auch nicht so einfach. Von der Koordination ist der ja eine Spur herausfordernd. Also die gegenläufige Richtung, das heißt beide Schultern unten, jetzt kommt die eine vor, die andere nach hinten und so diese wild gewordene Herde der Affen, wie man das im Qigong nennt, die Gedanken, wenn die so durcheinander gehen, ein bisschen beruhigen, indem du tausend Gedanken durch den einen ersetzt. Und dann kannst du die Richtung wechseln. Also ich hoffe, man sieht das hier halbwegs gut. Also eine Schulter kommt immer nach vorne, die andere nach hinten. Und zusätzlich zu dem, dass da jetzt die Schulterpartie und der Nacken angesprochen werden, dass die Muskeln, die Faszien gelockert werden, geschmeidig gehalten werden, ist jetzt auch der Rücken mit. Merkst vielleicht, dass da ja der Rücken automatisch ein bisschen sich mitbewegt. Du kannst diese Übung im Sitzen ausführen oder im Stehen, ganz normal stehen. Da ist jetzt irgendwie keine spezielle Position damit verbunden. Einfach aufrecht stehen und immer wieder mal die Richtung wechseln. Und das wären jetzt diese drei Übungen. Und zum Abschließen kannst du dann ein paar Mal einfach nur streichen, so lockern, so mit der Idee, du streichst alles weg, was du nicht brauchst. So. Wenn du magst, kannst du immer auch ausatmen dabei. Beiden Seiten und dann idealerweise erfrischt und entspannt wieder weiter in den Tag gehen. Ich wünsche dir viel Freude mit der Übung. Alles Liebe, ich bin's Angela, Angela Cooper von qi.at, von der Qigong Akademie Cooper in Wien. Und wenn du Lust hast auf mehr Übungen, dann schau doch gern vorbei, eben unter www.qi.at, qi.at geschrieben, so wie das Qi in Qigong. Und ja, freue mich, wenn du mir auch einen Kommentar hinterlässt, ob dir die Übung gefallen hat, ob es dir gut tut oder ob es nicht so gut tut. Auch gerne einen Kommentar, wie du entspannst, wenn du nur kurz Zeit hast und du merkst, wow, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Was ist deine Lieblings-Anti-Stress-Übung? Kannst du da irgendwelche Tipps mit uns teilen? Das würde mich sehr interessieren, würde mich darüber freuen. Und natürlich freue ich mich auch sehr und wäre ganz, ganz dankbar, falls dir die Übung gefällt und du sie teilen möchtest. Weil ich finde es schön, wenn es ein bisschen, wenn Qigong ein bisschen sich ausbreiten darf, immer mehr und mehr. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir auch gern einen Kommentar und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Ciao, bis bald.